Also ich warte jetzt halt bei der Tussi und sobald du bei der bist, lade ich dich ein. Aber ich lade dich ein, damit ich die Erfolge kriege, ja? Ja, super. Weil du spielst öfter wie ich. Nee. Was heißt hier nee? Du Nein. spielst jeden Tag PlayStation. Ja, aber das ist ja, wollten wir das zusammenspielen. Wenn du nicht online bist, dann spiele ich Call of Duty. Aber wenn du die Erfolge hast, dann habe ich ja immer nur eine leere Map, weißt du? Ja gut, dann spielen wir es auf deinem, weil dann spiele ich, wenn ich alleine bin, selber, weil du spielst ja immer bloß 2 Stunden am Abend. Ja, mir ist egal. Nee, dann spielen wir auf deinem, weil dann spielen wir bei dir Das alle hat nämlich schon geklappt. Missionen und ich kann bei mir meine Missionen selber spielen und dann habe ich halt manche Missionen schon gespielt, aber egal, oder? Gucken wir Und mal. aufnehmen tue ich dann nur, wenn wir auf deinem Server spielen. Vielleicht ist es ja hier auch so, dass jeder seine eigene Welt ist hier. Nee, 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 das ist genauso wie Ne? beim 5er, ja. So, dann gehen wir mal los, ne? Yep. Und gucken wir mal. Notizbuch. Der einmalige Juan. Finde Juan Cortes und bring ihn zurück zu unserem Lager. Okay. Aber ich hab. Ach, jetzt habe ich die Mission abgewählt. Oh, jetzt. Waffe wegstecken. Stecke deine Waffe weg, um weniger aufzufallen. Halte L1. Waffenrate, wenn du den Soldados zu nahe kommst, werden sie trotzdem Verdacht schöpfen. Mit R2 kannst du deine Waffe Ja, ziehen. wo ist er? Tja, wo finde ich jetzt das Dorf? Wie stecke ich die Waffe weg? Ah, jetzt. Oh. Papiere habe ich leider nicht dabei, Signora. Keine Papiere? Das könnte Juan sein. Wenn du dann in das Dorf laufst, um den Juan zu finden, musst du deine Waffe wegstecken und kannst an den Gegnern einfach vorbeilaufen, gell? Nicht abschießen. Juan Cortez. Ja, das habe ich gesehen im Trailer. Juan Cortez? Juan Cortez? Kannst du dampfen? Warte, immer. Nee, du Haben wir kannst doch das nicht auch pfeifen. Nee. Ja, Mann, voll Und umgenietet. sie. Okay. Alter, wo sind die? Boah, ist das scheiße mit dem Controller, Mann. Weil der hat haptisches Feedback, wenn du eine scheiß Waffe hast, dann musst du voll fest reindrücken auf die L2-Taste und R2. Boah, scheiße. Und da rutscht der Controller mal weg. Da kriegt man jetzt dann ein Krokodil, das eine mitläuft. Nach der Mission. Oh, ich brenne. Okay, alles gut. Verpissen wir uns, bevor die ganze beschissene Armee hier auftaucht. Boah, was hat der für eine geile Waffe, Mann. Aber nicht so besoffen. Bin gleich hinter dir, alter Mann. Ja, Mann, lauf los, du Wichser. Wo müssen wir hin? Wo will dein Freund sein? Oder vielleicht muss er auch nur kacken. Es gibt nur einen Weg, das Ich herauszufinden. bin Juan Cortez. Ich muss jetzt Juan Cortez finden. Ja, Mann, ich hab das Krokodil, Alter. Wir sollten hier verschwinden. Streicheln. Oh, Ja, Bucci, 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 Bucci. Leg mal ein Ding rein. Hör auf mit dem Scheiß, wir haben zu tun, hat er gesagt. Ich bin ja schon da, Mann, auf geht's. Ziele auf einen Gegner und benutze, um Amigo den Angriffsbefehl zu geben. Töte sie! Töte sie alle! Boah, ich sterbe. Nein.
Schätze, das könnte nützlich sein. Toll, so ein 3 Gegner. Wow. Noch mehr Scheiß für Juan. So, Ziel abgeschlossen. Ich hab dein Zeug gefunden, Juan. Also ich bin ja nicht doof, ich töte jetzt schon mal die ganzen Soldaten, die hier rumstehen. Nee, das, die sind nicht die. Aua. Ich hab dir doch gesagt, du sollst einfach vorbeirennen. Hörst du, wenn die so scheiße sind? Das fängt schon wieder gut an, Alter. Das ist ja eine geile Schnitte, Alter. Du bist hier, um zu helfen. Letzte flach. Ja. Wir sind schon wieder sexistisch, Mo. Warum? Das darf man doch jetzt nicht mehr, überall. Ja, fang an zu gendern heute leise. Ich weiß nicht mehr, ja. Ich auch nicht, aber es ist so. Ich bin übrigens binär. Wie viele noch? Unser Kack-E-Mail stellt mittlerweile. Sehr geehrte Kunde. Wer ist das? Rotze da, ey. Ich war mal Journalistin und wagte es, Anton Faschist zu nennen. Welt macht jetzt das, ist die Paria, Sklavin für sein Paradies. Mhm. For a guerrilla, Resolver isn't making do with what you have. It's inflicting chaos with everything. Irgendwas. Weißt du, zuerst wollte sie gar nicht. Sie wollte die ganze Zeit abhauen und jetzt ist sie voll integriert nach einer Mission und geil drauf, die nächste Mission anzunehmen. Sprich weiter. Ja. Wirst jetzt gleich sehen, wie sie sich aufführt. Jetzt kannst du Gegner platzen lassen wie eine reife Wassermelone. Jetzt kannst du Gegner platzen lassen wie eine reife Wassermelone, Alter. Nein, die haben mich getötet. Diese Geschosse fliegen schneller und geradeaus. Sie gehen durch Kevlar wie Heu durch eine Kuh. Es wird Zeit, deinen ersten Schalldämpfer herzustellen. Boah, Schalldämpfer, ja. Der macht aus einem Peng ein Puff. Jetzt kannst du Gegner mit lautlosen Kopfschüssen umlegen wie ein echtes Arschloch. Die Werkbank ist dein Freund, Danny. Ein Freund mit gewissen Vorzügen. Was der labert, Mann. Vertraut. Hey, da kann man jagen gehen, Willst du mal mit Guapo Gassi gehen? Cool.